Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video zum Thema Amazon Partnerprogramm, wie ihr am Amazon Partnerprogramm teilnehmen könnt. Und dann geht es auch gleich los. Ihr schreibt auf Amazon Partnerprogramm, ihr schreibt in Google Amazon Partnerprogramm. Dann geht ihr auf das erste, auf die erste Anzeige, amazon.de Partnerprogramm. Dann seid ihr auch schon auf der Seite vom Amazon Partnernet. Und dort könnt ihr schon sehen, ihr bekommt bis zu 10% Provision, wenn ihr eure Produkte erfolgreich vermarktet habt. Dann könnt ihr auch sehen, für welche Produkte ihr 10% bekommt. Ihr müsst auf das dritte, das ist hier die britische Amazon-Website, die französische und das ist die deutsche. Also für die deutsche Amazon-Website bekommt ihr auch diese Provision. Also für Bekleidung, Schmuck, Gepäck, Schuhe und Uhren, digitale Produkte bekommt ihr bis zu 10% und am wenigsten bekommt ihr für Fernseher, Smartphones, Tablets ohne Vertragsbindung und PS4-Konsole. Das könnt ihr euch später nochmal in Ruhe anschauen. Dann gehen wir wieder hoch und zurück. Und wenn ihr euch jetzt anmelden wollt, geht ihr einfach jetzt kostenlos anmelden. Das ist natürlich völlig kostenlos. Ich bin hier jetzt schon registriert, ihr müsst dann einfach weiterklicken auf Weiter über den Sicherheitsserver. Hier gebt ihr eure Kontaktdaten ein, auswählen, ob ihr steuerpflichtig seid, aber das braucht euch eigentlich gar nicht interessieren, das ist für Leute, die in der USA sind, einfach Nein und dann Weiter. Hier den Namen eurer Website, die URL eurer Website. Wenn ihr noch keine Website habt, dann könnt ihr euch hier meine Anleitungen durchlesen, wie ihr einen Blog erstellt mit allinkle.com, also wie ihr euch einen WordPress-Blog erstellt und damit dann Geld verdienen könnt, aber erstmal natürlich, wie es geht, wie man WordPress-Blog erstellen kann. Und ja, hier schreibt ihr dann die URL, also die Adresse eurer Internetseite, mit was sie sich beschäftigt, in welcher Kategorie sie sich beschäftigt, ob es ein Blog ist, hier gebt ihr einfach Blog ein, wir finden Besucher zu euch, würde ich einfach SEO und SEM eingeben oder Blogs, ist eigentlich egal. Und jetzt, welches ist die Haupteinnahmequelle ihrer Website, würde ich einfach kontextual also. Und als nächstes, wie erstellen sie ihre Website, würde ich einfach den Blog-Editor nehmen, WordPress meistens. Wie viele Visitors, also wie viele Besucher haben sie im Monat? Würde ich erstmal weniger als 500 eingeben. Auswahl, was ist der Hauptgrund, um guten Content für meine Homepage zu bekommen? Hier haben sie über das Amazon-Partner-Programm erfahren. Mundpropaganda würde ich einfach eingeben. Dann geht es hier weiter, Code eingeben und Anmeldung absenden. So, und wenn ihr das habt und das alles angenommen wird, dann könnt ihr euch einloggen, kommt dann auf die Seite. Also ihr habt ja vorhin gesehen, ich mache mal kurz noch ein Logout. Ihr habt vorhin gesehen, hier kann man sich anmelden und das mache ich jetzt auch mal. Mache ich ein Login. Dann kann man sehen, von Monatsbeginn bis heute habe ich jetzt nur 2,17 Euro gemacht, weil das auch nicht mein Hauptaccount ist. Ich habe mehrere Accounts, aber das dürft ihr eigentlich nicht. Eigentlich ist nur einer erlaubt. Und ja, das ist ein anderer Account für eine kleine Webseite, die ich jetzt angefangen habe. Da habe ich 2 Produkte verkauft und dafür 2,17 Euro bekommen. Ihr könnt hier sehen, also hier könnt ihr eingeben, welches Produkt zum Beispiel ihr verkaufen wollt. Sagen wir mal zum Beispiel irgendwas mit Tee. Geht ihr auf Los, dann könnt ihr zum Beispiel Teebeutel hier oder so vermarkten. Und dazu nehmt ihr einfach den Link, URL kürzen und setzt es dann in ein Bild ein oder in den Text, in den passenden Text, wo es rein soll. Und wenn die Leute drauf klicken und es kaufen, dann kriegt ihr eine kleine Provision. Dann könnt ihr das auch sehen, wie das ist. Hier könnt ihr sehen, was bestellt wurde. Das waren die 2 Artikel. Und hier könnt ihr sehen, Artikel ohne Bestellungen.
was hier bestellt wurde. Das werde ich nochmal, das kann man jetzt hier nicht sehen, weil ich natürlich nicht möchte, was, nicht meine Nische verraten möchte, was ich Geld verdiene, genau. Das mache ich dann vielleicht in einem anderen Video. Und ja, eigentlich war es das auch dazu. Ihr könnt auch sehen, von Quartalsbeginn bis heute, was umgesetzt wurde mit meiner kleinen Website. Das sind bis jetzt dann 15 Euro, also noch nichts Großartiges. 419 Klicks und 12 bestellte Artikel, nicht wirklich gut. Und die Conversion Rate zeigt euch an, wie ungefähr die Rate ist von Klicks und Bestellungen. Also ich habe hier 419 Klicks und 12 Bestellungen, das ist nicht wirklich gut. Eine gute Rate sollte so zwischen 5 bis 10% liegen. Ja, das war's dann auch schon, was ihr, das war's eigentlich auch schon alles, was ihr wissen müsst zum Amazon Partnernet, um euch dort anzumelden. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn ihr euch einen Blog erstellen wollt, könnt ihr mal auf bloggertestberichte.de schauen. Ich werde das euch verlinken. Und den Link zum Amazon Partnerprogramm gibt es auch unten in der Beschreibung. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.